Zeit, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute den Dekra Berlin vorstellen darf. Der Dekra Berlin. Berlin ist eigentlich der Gründungsort des Dekras. Er ist 1925 hier in Berlin gegründet worden. Wenn auch die Hauptverwaltung heute in Stuttgart ist, so ist das doch der Ursprung. Nicht dieser Ort, an dem wir uns jetzt befinden. Hier an diesem Ort ist der Dekra seit 1980 in Berlin tätig. Ein Aufgabengebiet des Dekras sehen Sie hier. Das ist die Hauptuntersuchung nach § 29. Sie sehen hier die Untersuchung der Bremsen. Als ein Teilgebiet der Hauptuntersuchung. So, als nächster Teil der Prüfung wird hier die Abgasuntersuchung gemacht. Die Beleuchtungsanlage wird hier geprüft. Wir prüfen allerdings nicht nur PKWs, sondern kleine LKWs und große LKWs in dieser Anlage hier. Unsere Bremsenprüfstände sind selbstverständlich auch für die großen LKWs ausgelegt. Wir prüfen Mopeds, Motorräder und machen Gutachten in Schadensfällen. Wir machen diese Hauptuntersuchung nicht nur hier in unserem Hause, in unseren Räumen, sondern gehen auch in die Werkstätten, in gut ausgerüstete Tankstellen und führen dort ebenfalls die § 29 Untersuchung durch. Da wir kostendeckend arbeiten müssen, sind die Preise der Gebühren etwas höher als bei den technischen Überwachungsvereinen. Bei uns kostet die Hauptuntersuchung für einen PKW 52 D-Mark. Für einen LKW sind entsprechende Gebühren bei uns erhältlich. Auf Anfrage geben wir Ihnen gerne weiter. Der Dekra ist entstanden aus der Überprüfung seiner Mitglieder im Fuhrpark. Im Fuhrpark hat man die kleinen LKWs und großen LKWs untersucht. Und aus dieser Dienstleistung, die 1925 entstanden ist, aus einem Interesse der Sachverständigen, ist dann der Verein Dekra entstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg wiedererstanden, hat heute bundesweit etwas über 60 Stützpunkte in den unterschiedlichsten Städten der Bundesrepublik und prüft nicht nur seine Mitglieder, die in dem Verein organisiert sind, sondern darüber hinaus, wie Sie sehen, auch die Kunden, die sich hier spontan entscheiden, beim Dekra die Hauptuntersuchung machen zu lassen. Neben diesem Fuhrpark ist der Dienstleistungsbereich des Dekras inzwischen in den Bereich der Betriebswirtschaft übergegangen. Wir unterstützen und beraten die einzelnen Betriebe betriebswirtschaftlich über die Größe, Ausstattung des Fuhrparks im technischen Bereich, ob das Fahrzeug überholt werden soll, repariert werden soll, in welcher Art und Weise es repariert wird oder ob es durch ein Neufahrzeug ersetzt werden sollte. Neben dem Fuhrpark haben sich die Dienstleistungsbereiche inzwischen ausgeweitet auf den Bereich der Arbeitssicherheit, auf den Medizinbereich, Medizingerätebereich. Auch hier wird die Untersuchung von uns durchgeführt. Und der große Bereich der Aus- und Weiterbildung des Dekras, der auch aus der Betreuung des einzelnen Fuhrparks heraus entstanden ist, hat heute nicht nur den Fuhrpark im Gesichtsfeld. Das bedeutet Aus- und Weiterbildung des Fahrers, des Disponenten, des Verantwortlichen des Fuhrparks, sondern wir sehen heute auch den technischen Bereich des Kraftfahrzeugs und bilden hier die Kraftfahrzeugmechaniker weiter in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, Elektrik. Wir bilden Kfz-Elektriker aus. Wir bilden selbstverständlich immer noch den Berufskraftfahrer aus und machen hier Schulung für den Disponenten im Fuhrpark. Der Bereich des Gefahrguttransportes nimmt hier einen starken Raum, einen breiten Raum ein. Hier verändert sich die Anforderung des Disponenten
immer stärker. Er muss immer mehr über den Gefahrguttransport wissen, über dieses komplexe Thema. Für diesen Disponenten sind bei uns Seminare angelegt, die den praxisgerechte Lösungen geben. Kennen Sie sehen einen Teil der Gerätschaften, die wir für die Aus- und Weiterbildung im Kfz-Bereich brauchen. Ein Motortester, Generator- und Anlasserprüfstand, einzelne Modelle, die die Theorie etwas, der Praxis etwas näher bringen. Werkzeugkästen, Schränke. Ja, hier sehen Sie ein ganz modernes Motortestgerät, Computertest mit Viergasmessgerät und der Möglichkeit, alle elektronischen Teile des Kfz zu prüfen. Hier sehen Sie eins der Schulungsgeräte, die für den Berufskraftfahrer notwendig sind. An solchen Fahrzeugen werden bei uns die Berufskraftfahrer ausgebildet oder weitergebildet. Es gibt zwei Möglichkeiten, Berufskraftfahrer zu werden. Entweder Sie haben bereits eine Praxis von 4 Jahren auf solchen Fahrzeugen in Betrieben hinter sich. Dann können Sie in einem Vorbereitungslehrgang von 6 Wochen den Abschluss bei der Industrie- und Handelskammer machen. Eine zweite Möglichkeit ist für diejenigen geschaffen worden, die so lange Berufspraxis noch nicht haben, sondern nur 1 Jahr auf dem Führerschein der Klasse 3 Berufspraxis haben, die können in einer Umschulungs-, die 1 Jahr dauert, zum Berufskraftfahrer geführt werden. Innerhalb dieses Jahres wird der Führerschein der Klasse 2 mitvermittelt. Nach diesem Jahr wird vor der IHK die Ausbildung abgeschlossen. Diese Möglichkeit, die zweite Möglichkeit, wie auch die erste, wird vom Arbeitsamt gefördert. Die individuellen Voraussetzungen selbstverständlich gegeben, können Sie sowohl den Lehrgangs-, die Lehrgangsgebühren als auch Unterhaltsgeld vom Arbeitsamt beziehen. Dies ist unsere traditionelle Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Wir haben selbstverständlich auch noch andere Bereiche, in denen wir sowohl weiterbilden als auch Umschulung betreiben. Neben der Berufskraftfahrerausbildung, die ich bereits erwähnte, hier sehen Sie noch mal ein Sattelfahrzeug, mit denen die Teilnehmer dieser Lehrgänge in der Praxis geschult werden. Das Rangieren, das Rückwärtsfahren, das immer ein Problem ist. Und beladen und unbeladene Stadtfahrten, aber auch Überlandfahrten mit diesen Fahrzeugen werden in der Ausbildung gemacht. Daneben sind vom Berufskraftfahrer häufig in der Praxis noch andere Dinge gefordert. Er muss ja auch Gefahrguttransporte durchführen können. Diese Schulung des Gefahrgutfahrers machen wir ebenfalls. Hier hängt es von der Klasse ab. Für den Berufskraftfahrer haben wir die Gefahrgutfahrerausbildung auf alle Klassen, auf alle Gefahrgutklassen ausgedehnt. Die Ausbildung dauert 1 Woche. Das Be- und Entladen muss manchmal für den Berufskraftfahrer mitgemacht werden. Deswegen ist der Gabelstapler-Fahrerkurs, der ja in dieser Form nicht wie der Führerschein vorgeschrieben ist, aber von den Berufsgenossenschaften und auch von den amtlichen Stellen gefordert wird, ebenfalls Bestandteil der Ausbildung des Berufskraftfahrers. Sie können selbstverständlich auch außerhalb der Berufskraftfahrerausbildung zu uns kommen und entweder die Gefahrgutfahrerschulung mitmachen oder den Gabelstaplerkurs mitmachen. Die Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer dauert bei uns inklusive Prüfung ebenfalls 1 Woche. Im Ausbildungsbereich haben wir noch einen wichtigen Teil vergessen, das ist der Umweltbereich. Hier bilden wir den Fernentsorger aus. Der Fernentsorger ist der einzige Facharbeiterberuf im Umweltschutz. Wir bieten zurzeit den Fernentsorger an. Es ist eine 2-jährige Umschulungsmaßnahme, die auch vom Arbeitsamt gefördert wird. Anmeldungen können Sie jederzeit täglich von 8 bis 16 Uhr hier in der Ulsteinstraße 86 bis 94 machen. Der Berufskraftfahrer dauert 1 Jahr. Auch hier sind die Anmeldungen
Der Beginn wird der Februar sein. Auch hier sind die Anmeldungen täglich von 8 bis 16 Uhr im Hause des DEKRAs zu machen. Sie können sich jederzeit auch telefonisch melden. Die Rufnummer ist 70 24 124. Ich wiederhole gerne die Rufnummer 70 24 124. Dort können Sie auch einen Termin vereinbaren und Sie können sich über die einzelnen Maßnahmen, die wir durchführen, Möglichkeiten, die Sie vielleicht haben, beraten lassen.